Das Interesse an der Ausbildung zum bzw. zur Verwaltungsfachangestellten ist nach wie vor sehr groß. Viele, gerade junge Leute, suchen nach einem krisenfesten Ausbildungsplatz in einem Umfeld, das nicht so stark abhängig ist von der wirtschaftlichen Gesamtlage. Und da ist man natürlich grundsätzlich im öffentlichen Dienst nicht verkehrt. Ich spreche heute über einen echten Allrounder, und zwar den bzw. die Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst. In diesem heutigen Video wirst du erfahren, was es mit dieser Ausbildung auf sich hat. Ich werde also erklären, wie die Ausbildung abläuft, wie lange sie dauert. Ich werde dir zeigen, wie diese Praxisphasen gestaltet sind und wie du Verwaltungsfachangestellte oder Verwaltungsfachangestellter werden kannst, denn dafür muss man auch ein Einstellungsverfahren und einen Einstellungstest bestehen. Mein Name ist Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Du bist hier ja auf dem YouTube-Kanal von Plakos. Aber Plakos ist noch viel mehr als ein interessanter YouTube-Kanal. Plakos ist die optimale Möglichkeit, um dich auf deine Einstellung im öffentlichen Dienst vorzubereiten. Ob du eine Karriere beim Zoll, bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder in einem Bereich der Verwaltung anstrebst, mit den Online-Testtrainern von Plakos kannst du dich optimal auf deinen Einstellungstest, auf das Vorstellungsgespräch, das Assessment Center oder auch den Sporttest vorbereiten. Darin enthalten sind hunderte von Übungsaufgaben aus allen Bereichen für deinen Einstellungstest. Mehr Informationen zu den Online-Testtrainern von Plakos findest du unter diesem Video in der Beschreibung. Heute, am 9. Mai, findet übrigens ab 17.15 Uhr auf diesem YouTube-Kanal ein Livestream statt. Gemeinsam mit Waldemar Erdmann von Plakos spreche ich über den Einstellungstest im öffentlichen Dienst, zeige euch, welche Aufgaben euch im Online-Testtrainer erwarten und wir üben auch mit euch ein paar Aufgaben. Wenn du also herausfinden möchtest, ob du schon fit bist für den Einstellungstest, dann komm gerne heute um 17.15 Uhr hier auf diesem YouTube-Kanal, denn wir werden heute ein paar Aufgaben mit euch gemeinsam trainieren. Kommen wir zur ersten Frage. Was sind eigentlich Verwaltungsfachangestellte? Verwaltungsfachangestellte arbeiten in verschiedenen Behörden. Das heißt, es handelt sich dabei um Angestellte im öffentlichen Dienst. Wir finden sie etwa bei den Stadtverwaltungen, aber auch bei Bezirksregierungen, bei Landkreisen, aber auch bei anderen Organisationen wie Kirchenverwaltungen, Industrie- und Handelskammern oder auch Bundesbehörden. Und tatsächlich sind die Aufgaben der Verwaltungsfachangestellten auch sehr vielseitig. Denn wenn wir einmal an ein Landratsamt denken, das ist ja eine Behörde, die für verschiedenste Dinge zuständig ist. Ob Gewerbewesen, Bauwesen, Kommunalaufsicht oder auch verschiedenste soziale Anliegen. In den verschiedenen Sachgebieten arbeiten auch Verwaltungsfachangestellte. Man kann also gar nicht so genau sagen, in welchem Bereich es nach deiner Ausbildung geht. Denn du wirst in dieser Ausbildung so aufgestellt, dass du später in verschiedensten Bereichen in der Behörde eingesetzt werden kannst. Es gibt allerdings einige Aufgaben, die Verwaltungsfachangestellte eigentlich immer erwarten, egal in welchem Bereich sie eingesetzt werden. Zum einen ist es der Kontakt mit Bürgern. Ob man Bürger dabei hilft, ihre Anträge zu bearbeiten, ob man sie berät in bestimmten Lebenslagen, ob man ihnen zeigt, welche Arten der Sozialhilfe für sie relevant sind. Der Kontakt mit dem Bürger ist eigentlich in jedem Bereich für Verwaltungsfachangestellte sehr wichtig. Deswegen ist die Freude am Umgang mit Menschen auch eine wichtige Eigenschaft, die du als Bewerberin oder als Bewerber mitbringen solltest. In vielen anderen Sachgebieten geht es darum, Genehmigungen zu erteilen, sei es für ein Gewerbe oder für ein Bauvorhaben. Für jeden Bereich ist es wichtig, dass du mit dem Gesetz sicher arbeiten kannst, dass du also Gesetzestexte lesen und verstehen kannst, dass du Akten prüfst und dich eben mit Sachverhalten intensiv auseinandersetzt, um letztendlich eine rechtmäßige Entscheidung treffen zu können. Das heißt, du musst sorgfältig und gewissenhaft arbeiten, du musst auch gut und gerne lesen können, du wirst sehr viel mit dem Gesetz arbeiten, auch schon in deiner Ausbildung und wirst dann das Gesetz im konkreten Einzelfall anwenden. Das Verwalten der Vorgänge erfolgt immer mehr in digitaler Form, obwohl es nach wie vor auch viele Akten in schriftlicher Form gibt. Allerdings finden in Behörden aktuell viele Digitalisierungsprozesse statt, was dazu führt, dass auch immer mehr an digitalen Akten verwaltet werden. Das heißt, du befindest dich dann gerade in einer recht interessanten Phase der Verwaltung, weil immer mehr im Digitalen passiert. Du siehst also schon, mit der Tätigkeit von Verwaltungsfachangestellten geht einiges an Verantwortung einher.
Und natürlich braucht man für dieses ganze Wissen eine Ausbildung. Bei dieser Ausbildung handelt es sich um eine dreijährige Ausbildung, für die ein mittlerer Schulabschluss erforderlich ist. Mittlerer Schulabschluss bedeutet, es wird in der Regel ein qualifizierter Mittelschulabschluss oder ein höherer Schulabschluss gefordert. Damit man für die Ausbildung eingestellt werden kann, muss man ein Testverfahren durchlaufen. Gerne verwenden Behörden hierzu den Online-Test, den du vor dem Vorstellungsgespräch zu Hause durchführen kannst. Das ist ein Wissenstest, der aus verschiedensten Fragen besteht. Hier wird etwa Allgemeinbildung, deutsches Sprachverständnis, aber auch logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit und Mathematik gefragt. Das Ganze ist also ein Einstellungstest, der immer häufiger in digitaler Form am PC stattfindet. Dieses Testergebnis ist dann auch wichtig, wenn es in das persönliche Interview geht, denn man möchte eben zum einen die Schulnoten sehen, man möchte auch dein Testergebnis sehen und am Ende will man dich persönlich kennenlernen. Optimal vorbereiten für diesen Test kannst du dich übrigens mit dem passenden Online-Testtrainer von Plakos für den Einstellungstest Verwaltungsfachangestellte. Ja, wo kann ich jetzt diese Ausbildung beginnen? Naja, du hast es vielleicht zu Beginn des Videos schon gehört, es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen Verwaltungsfachangestellte ausgebildet werden. In der Verwaltung sind es vor allem die Stadtverwaltungen, Gemeinden, die regelmäßig ausbilden, also Städte vor allem ab 10.000 und mehr Einwohnern, die bilden auch nahezu jährlich neue Verwaltungsfachangestellte aus. Neben den Kommunen wie Städte, Landkreise sind es vor allem auch die Bezirksregierungen, die in deinem Bundesland Verwaltungsfachangestellte ausbilden. Das heißt, du hast hier schon mal eine ganze Reihe von Behörden, bei denen du dich grundsätzlich mal umsehen solltest und die eben diese Ausbildung anbieten. Ich würde dir dazu empfehlen, mal auf der Homepage deines Landratsamtes vorbeizuschauen oder auch ein paar Städte und Gemeinden in deiner Umgebung zu fragen, ob da nicht vielleicht eine dabei ist, die in diesem Jahr einen oder eine Verwaltungsfachangestellte für die Ausbildung sucht. Denn vor allem die Kommunen sind es und auch die Landkreise, bei denen sehr viele Leute ausgebildet werden. Aber auch die Bezirksregierungen, das kommt eben ganz drauf an, wo du gerade lebst, aber es gibt bei dir sicher auch eine Bezirksregierung, bei der du dich informieren kannst und die diese Ausbildung anbietet. Die Ausbildung selbst dauert dann 3 Jahre und in diesen 3 Jahren wechseln sich Praxisphasen in der Behörde ab mit Theoriephasen an der Verwaltungsschule. Du besuchst zum einen eine Verwaltungsschule in deinem Bundesland, und dort lernst du die relevanten Rechtsfächer. In vielen Bundesländern ist das so geregelt, dass du neben der Verwaltungsschule auch noch eine normale Berufsschule besuchst. Und in dieser Berufsschule lernst du dann eben zum Beispiel betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Also du hast sozusagen 2 unterschiedliche Berufsschulen. Einmal die Verwaltungsschule, speziell für die Rechtsfächer und den öffentlichen Dienst. Und dann gibt es aber noch andere Ausbildungsinhalte, für den Bereich Betriebswirtschaftslehre. Dort besuchst du in vielen Bundesländern eine eigene Berufsschule. In den Praxisphasen in der Behörde lernst du dann eben künftige Tätigkeiten kennen. Du lernst also, welche Aufgaben später mal auf dich zukommen. Du sammelst die erste Praxiserfahrung und lernst eben verschiedene Bereiche deiner Behörde kennen. Bei Behörden, die verschiedene Standorte haben, findet diese Praxisphase eigentlich so statt, dass du einmal in jeder Dienststelle bist. Also im Rahmen dieser 3 Jahre wirst du in verschiedenen Dienststellen eingesetzt, dass du wirklich auch die ganze Behörde kennenlernst. Der Vorteil an der Ausbildung und am Beruf ist zum einen, dass es sehr abwechslungsreich ist, weil du verschiedenste Bereiche hast, in denen du später eingesetzt werden kannst und auch wirklich ein Leben lang flexibel bleibst, weil du durch die Ausbildung die Fähigkeit hast, dich in verschiedenen Bereiche einzuarbeiten. Du kannst also bei verschiedensten Behörden tätig sein und bist auch in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Als Bewerberin oder als Bewerber solltest du zuverlässig sein und gewissenhaft arbeiten. Du solltest gerne mit der deutschen Sprache umgehen und auch gerne lesen, denn du wirst in der Ausbildung viele Gesetze kennenlernen und das Lesen und Verstehen von Gesetzestexten ist sehr wichtig, dass du auch die Ausbildung bestehst und dann auch im Beruf gut arbeiten kannst. Außerdem, wie schon gesagt, die Freude am Umgang mit Menschen, denn du wirst in jedem Bereich auch mit Menschen umgehen und mit Menschen zu tun haben. Schreib mir doch gerne mal einen Kommentar, ob du diese Ausbildung gerade anstrebst, ob es dein Ziel ist, diese Ausbildung zu machen, ob du dich gerade schon im Bewerbungsprozess befindest und was damit deine Erfahrungen sind. Mehr Informationen zu dieser Ausbildung findest du auch auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de. Dort erfährst du auch noch vieles über die verschiedenen Behörden, die diese Verwaltungsfachangestellten einstellen.
Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann gib uns gerne eine positive Bewertung, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Sieh dich auch gerne auf diesem Kanal um, denn hier gibt es noch viele weitere interessante Themen rund um den öffentlichen Dienst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du weißt jetzt mehr über die Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte. Ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg bei deiner Bewerbung, viel Erfolg bei der Vorbereitung auf deinen Einstellungstest und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, dein Lukas.